Ja, wir befinden uns hier in Stuttgart-Degerloch am sogenannten Fernsehturm. Hier ist der Senderraum, das ist der Raum, in dem die größte Leistung erbracht wird. Das heißt, die ankommenden Signale verstärken wir von minus 10 dBm auf 10.000 Watt Ausgangsleistung. Dieses Signal nehmen wir, bringen es zu unseren UKW-Sendern und setzen es auf die Originalsendefrequenz hoch. Und diese Signale hat jeder Sender eine Ausgangsleistung von 10.000 Watt. Sie werden mit einer Weiche zusammengeschaltet. Die Weiche befindet sich im ersten Untergeschoss und anschließend geht es über das Hauptsendekabel hoch zu unserer Sendeantenne. Somit können unsere Teilnehmer praktisch unsere Signale immer in guter Signalstärke und hoher technischer Qualität empfangen. Das wäre also zu der Betriebsart UKW. Das UKW-System wird in näherer Zukunft durch ein DAB-System ersetzt. Das DAB-System sehen wir hier an dieser Seite. Man kann hier auch eindrucksvoll den Größenvergleich erkennen. Die UKW-Technik ist ungefähr dreimal so groß wie die DAB-Technik. Die DAB-Technik bringt uns jetzt hier ca. 12 Sender und diese Sender sind digital moduliert. Wir könnten uns das jetzt hier auf diesem Spektrumanalyzer auch mal anschauen. Das wäre also ein Ausgangssignal von DAB und daran sieht man, dass die Frequenz optimaler genutzt wird. Das heißt, wir bekommen pro Sender 6 Programme und hätten somit eine Reduktion. Und später mal soll das UKW-System ersetzt werden durch DAB. Hier unten verbirgt sich unser größtes Geheimnis. Wir sind am tiefsten Punkt vom Fernsehturm. Man kann es an diesem Modell sehen, 217 Meter hoch. Und wir sind jetzt am tiefsten Punkt 8 Meter unter der Erde. Und wir machen uns jetzt langsam auf den Weg nach oben. Ja, eine Besonderheit bei uns sind auch diese Drehfeuer. Und zwar war es damals so, als der Turm gebaut wurde, haben die Behörden festgestellt, dass der Flughafen Echterdingen ja Luftlinie nur ca. 5 Kilometer weg von uns ist. Und den Fernsehturm konnte man aufgrund seiner schlanken Silhouette nur sehr schwer erkennen am Tag. Und so war der Plan oder die Forderung von den Behörden, den Turm schafft, wie die Antenne, auch rot-weiß anzustreichen. Das hat den Bauherrn überhaupt nicht gefallen. Also man hat damals für die Presse den Gespräch Samba-Socke geprägt. Also man wollte keine Samba-Socke auf Stuttgarts höchsten Punkt bauen. Der Heinle hatte die Idee, hat gesagt, ich baue da oben drei Lampen hin. Das Licht ist so hell wie eine Sonne und wir haben drei davon. Also haben wir hier oben drei Sonnen, die eben dafür sorgen, dass der Flugbetrieb auch funktionieren kann. Ja, gerade weil der Turm für den Luftverkehr schlecht zu sehen ist, machen wir in der Nacht ordentlich Licht an. Dazu gehören eben auch diese Gefahrenfeuer. Da sind spezielle Lampen drin, die haben 1000 Watt Leistung. Und von denen haben wir 7 Stück. Ja, also, dass der Leonhard sich damals bei der Idee zum Turm wirklich viele Gedanken gemacht hat, das sieht man nicht zuletzt an dem Turm schafft. Damit er nicht so statisch und so gewaltig wirkt, verjüngt er sich nach oben nicht statisch geradeaus, sondern er hat eine kleine Parabel eingebaut. Und nur wenn man ganz genau hinschaut und den Turm hochschaut, direkt an der Wand, dann kann man erkennen, dass er eine Taille hat. Und dadurch wirkt er halt schlank und elegant. Es ist nach dem Vorbild der griechischen Säulen.
Also Ende der 80er Jahre tauchte ein Riss an der Nord- und an der Südseite auf. Also man kann es jetzt noch erkennen, wie der wirklich an beiden Seiten ganz hoch geht und auch durch den Beton. Also man hat von innen nach außen rausschauen können da. Es gab dann wirklich ein paar Kollegen, die haben Angst gehabt, dass wenn man morgens um die Ecke biegt hier, wirklich zwei Halbschalen da liegen. Aber die Statiker haben uns beruhigt. Die haben gemeint, solange diesen Eisen, das ja haufenweise in diesen Beton verbaut ist, solange diesen Eisen nichts passiert, passiert auch den Turm schafft nichts. Jetzt ging es halt darum, diesen Riss so schnell wie möglich wieder zu verschließen. Und dazu hat man eine spezielle Kunstharzmasse erfunden und die hat man in den Riss reingepresst. Witzig war, Ende der 90er Jahre haben wir den Turm einen neuen Anstrich verpasst und da hätte man diesen Riss kosmetisch verschwinden lassen können. Aber das Baurechtsamt hat Wert darauf gelegt, dass man ihn nach wie vor gut erkennen und sehen kann, weil dieser Riss auch zur Baugeschichte gehört und man sehen kann, ja, wie stark die Natur eigentlich ist.